Vergiss Elden Ring, vergiss Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, vergiss alle Spiele, die du jemals schwer fandest. Ich habe das wirklich einzige Spiel gefunden, was mich gebrochen hat. Das wirklich was für Masochisten ist. Und was mich meine Community, du weißt, wer du bist und du weißt, wer gemeint ist, zum Zocken gezwungen hat. In dieser Review gucken wir uns mal an, warum A Difficult Game About Climbing mir inzwischen mehr Angst macht als jedes Horrorspiel dieser Welt. Wir tun mal so, als wäre das eine echte Review und fangen an mit der Story. Wir spielen einen namenlosen Helden. My name is Jeff. Der übrigens ein Paradebeispiel für Diversity und Inklusion ist, denn es ist, glaube ich, der einzige querschnittsgelähmte Protagonist in einem Game jemals. Und unsere Aufgabe ist es, nur mit purer Kraft uns an Hindernissen vorbeizuklettern, nur mit der Kraft unseres Oberkörpers. Eine wahre Inspiration, da hat jemand wirklich seine Proteine zu sich genommen. That's kind of small. Berge, Bäume, rutschige Oberflächen, mechanische Teile, Baustellen, alles drin, alles wird erobert in dieser einzigartigen Spielwelt, mit der selbst die Open World von The Witcher nicht mithalten kann. Es gibt Steine, es gibt Wasserfälle, es gibt Wasserbecken und es gibt noch mehr Steine und es gibt sogar Rätsel. Und der absolute Endboss, die Gravitation, ist der schlimmste Boss in einem Game, den ich je gefunden habe. Was? 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 Zum Glück ist das Gameplay dabei sehr simpel. Die linke und rechte Hand steuern und mit einer Taste festhalten. Easy, oder? Wie kann das schwer sein? Ich habe mich auch wirklich nicht schlecht angestellt, trotz der hohen Schwierigkeit des Spiels. Nein! Nein! Rutscht er da schon wieder runter? Ich glaube, ich spinne. Okay, so einfach ist dieses gottverdammte Spiel doch nicht. Der macht nie, was ich drücke. Was soll der Scheiß? Ich hasse es! Das macht 0 von 10. And he's out. We got it. Mal sehen, was die Steam-Reviews sagen. Ich hasse dieses Spiel. 10 von 10 würde ich weiterempfehlen. Dieses Spiel hat mich dazu gebracht, die Polster von meinem Headset zu essen. 10 von 10. Dieses Spiel macht mir Lust, durch eine Grundschule zu fahren, Alter. Nachdem ich dieses Spiel durchgespielt habe, habe ich den Zustand absoluten Friedens erreicht. Nichts kann mich nach dieser absoluten Wut, die ich hier erlebt habe, noch wütend machen. Kein anderes Spiel hat mir diese Erfahrung geboten. Ich glaube, selbst Buddha habe ich getroffen und wir sind jetzt beste Freunde. Ja, irgendwann kommt man an irgendwelche Stellen und hat keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Überlegt alles Mögliche, probiert das hunderte Male und kapituliert. Dann schaut man sich online an, wie es andere gemacht haben und sieht, dass Leute das gesamte Spiel in Minuten durchspielen und es so einfach aussehen lassen. What the fuck, was passiert hier? Wie kriegen die das hin? Wie kriegen die so viel Höhe und so viel Weite? Ah, ich kann nicht mehr beenden, diesen Albtraum. Wie kriegen sie diese Reichweite? Egal, lasst uns über Grafik und Sound reden. Grafik gewinnt allein schon wegen den heftigen Animationen. 10 von 10 beste Schwimmanimation, die ich je gesehen habe. Wie er schwimmt. Eine Runde nach rechts. Und eine Runde nach links. Das ist geil. Im Sound gibt es ein Geräusch, das man sehr oft hören wird. Dieser Sound ist klasse und gelegentlich unterbrochen von eurem eigenen Grunzen, Schnaufen, Ragen, was halt dazugehört. Und um wieder ein bisschen Glück zu spüren, sollte man dieses vielleicht unterlegen mit glücklichen Kindern, Strandgeräuschen, Lachen, irgendwas, was mich wieder von der Klippe holt, von der ich gleich springen will. Ich hasse dieses Spiel. Meine Hände tun weh. Ich habe Stunden damit verbracht, irgendwie überhaupt nicht weiterzukommen. Ich habe tiefe Depressionen entwickelt und mein Leben hat einfach keinen Sinn mehr. Also 10 von 10 würde ich weiterempfehlen. Spaß beiseite, Leute. Dieses Video musste mal raus, nachdem wir am Dienstag im Stream viel Spaß damit hatten. Ihr vermutlich mehr als ich. Aber das war unsere kleine Spaß-Review zu A Difficult Game About Climbing. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn dem so ist. Weil ich brauche dieses bisschen Support jetzt, um wieder irgendwo Glück in meinem Leben zu spüren. Damit sage ich aber auch schon Danke fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.